So, wie viel Geld haben wir eigentlich mittlerweile? Wir sind schon neureich hier. Oh Gott. Fast 60.000, ja? Ja, ich war gerade draußen. Entweder ist da jemand von einem LKW gefallen oder es gibt gleich ein heftiges Gewitter hier. Ich hoffe mal, hier ist jemand vom LKW gefallen. Ich muss heute noch Gothic aufnehmen, habe ich noch nicht. Gewitter! Wo das gewesen ist! In Deutschland! Saarbrücken! Was passiert, überall, wenn ich hier einfach mal Zauberblatt einsetze? Jetzt komme ich nicht mehr weg, ne? Wollte nicht. Jetzt bin ich gekniffen, ne? Aber Sonntag, da geht das mit der Initiative. Ja, ist gar nicht Sonntag. Ach, guck mal einer an! Ja! Genau! Mach es! Nach! Ja! Du Schw... Oh, nein! Was? Der läuft am Leben vorbei! Oh. Nein, Horkrose! Oh, nein! Oh, schon wieder ein Toter! Laudings! Es ist unfair! Das ist echt... Ich hab... Lepomentas nie als Kandidaten für Finale gesehen. Ich auch nicht. Das ist, deswegen wundere ich mich ja gerade so. Jetzt Narborg. Ja. Aber die macht das richtig. Die jagt ihr erstes Pokémon in die Luft, nicht das letzte. Ja, das stimmt. Oh Mann, Horkrose kaputt. So einfach, so puff, weg. Bumm, ja, Staub. Dann sei mal froh, dass du nicht den Fickpogel im Team hattest. Ja, soll ich den jetzt holen? Jetzt ist ein Platz frei. Ja, ich überlege, ob ich eher den Fickbogel oder den Killer nehme. Killer geht auch. Killer geht auch. Aber den müsstest du erst heftig trainieren, oder? Ja, ja, eben, das ist das Problem. Ach so, ein Carbador als letztes. Ja. Ja. Beste Wahl, beste Wahl. Und er schreckt auch noch zurück. Ach du Armes. Ach, boah, guck mal einer an. So. Beißen. Ich frag dich ja sowieso. Wie kann ein Pokémon, das zum Beispiel VM Zerschneider gelernt hat, das hat keine AP mehr dafür, kann das aber trotzdem noch am Busch einsetzen? Mhm. Wie geht das? Das ist ein ganz großes Mysterium. Das ist eine Verschwörungstheorie, ne? Ist jetzt aufgedeckt. Hab. Aber Arschratte kann ja auch fliegen. Wir müssen jetzt einfach mal uns zusammensetzen und gucken, was wir da machen. So. Kannst aber du erstmal deinen Trainerpass neu abfotografieren? Ja. Ach stimmt, warum gehe ich da nicht so nach Prismania City? Ja, das ist mir, glaube ich, ein bisschen zu viel Arbeit. Ja, nee, es ist so. Kannst du machen, wenn es insgesamt mal 6 sind irgendwann. Ja, dann mache ich das. Das sind denn die ersten 6, die draufgegangen sind. Ich drehe den ja eh nicht um. Wenn ich da mal drauf gucke, dann denke ich mir, ja, hast so und so viel Geld, schön. Ja. Was soll ich denn da hinten, was soll da hinten überhaupt draufgedruckt werden? Ich glaube, da kannst du noch so eine eigene Nachricht verfassen mit so ein paar Worten wie... Der Geruch gehört zu deiner Mutter, du alter Geht das wirklich? Ich weiß nicht so genau. Irgendwie ist es schade, weil was soll da denn noch hin? Dein Geruch gehört zu deiner Mutter. Da muss mir jemand finden, der das für mich macht. Und da geht er tot. Oh. Glücksein noch holt. Ja, kann ich ja mit Items bewegen, war das, ne? Ja. Items bewegen. Nicht fäf. Wie oft ich das früher gemacht habe. Bei Smaragd. Weil ich es immer vergessen habe. Nee, bei Smaragd gab es ja diesen Klon-Glitch. Und dann irgendwann einfach nur die Items vermehrfacht. Ja. Was hat der denn mit? Fluchtseil. Nehmen wir mal mit. Hat einfach mal so ein Seil bei sich. War angeleint. Du bist so dumm, Easy. Wir können ja auch den Barbo mitnehmen, ne? Aber da habe ich immer noch vergessen, den umzubenennen. Ja, ich glaube, Fickpogel ist eine ganz gute Wahl. Joa. Er guckt auch so böse. Guck mal hier, der guckt so lieb, der auch hier. Ingolf ist sowieso doof. Dann Amazing, der guckt auch so. Aber das ist das. Nee, echt, die einzigen, die ja da jetzt böse gucken, sind Amazing und Fickpogel. Ja. Aber Amazing ist scheiße. Ja, ist richtig scheiße. Vor allem, weil das ja wieder ein Drachen-Pokémon wird. Und das musst du erst tauschen. Eben. Doch, das habe ich gepatcht, das geht auch ohne. Achso, ah ja, stimmt. Dann aber noch ein Drache brauchst du echt nicht. Nee. Gebe ich dem Fickpogel jetzt mal Glücksei. Kann er ausbrüten. Viel Spaß dabei. So, dann fliegen. Oh Mann. Arschradde kennt die Attacke schon. Wie blöd. Ich glaube, ich werde mich da mein Leben lang nicht dran gewöhnen.
Nee, ich auch nicht. So. Hör auf zu heulen, jetzt kannst fliegen. Nee. Ich werde, glaube ich, aber aus Protest immer mit Arschreide fliegen. Ja. Weil das besser ist. So. Ja, so ein Hubschrauber ist immer besser. Ja, das muss ich nochmal heilen. Das ist super, ne? Das ist so ein blödes Ibitak. Nee, dann lieber einen schönen Helikopter. Ist viel besser. Ja. Oh Mann, Laudings, ich komm damit nicht, Ich kann das auch nicht, das geht nicht. Das ist schlimm, ne? Na, und dann weiß, das darf man nie wieder benutzen. Nicht so von wegen Poké Center und neue Runde, nein, das ist hier nicht. Naja, da müssen wir jetzt drüber hinwegkommen. Das ist so eine Nuzlocke, wenn nichts für mich. Wieso nicht? Es macht auf jeden Fall Spaß. Ja, ich würde dann aber heulen bei jedem Pokémon. Ja. Magst du einem ja so ein bisschen ans Herz. Ja, das stimmt. Vor allen Dingen, wenn so Konsorten jetzt sind wie Cindy oder so, die von Anfang an dabei sind. Ah. Hier, die Tante, die Warin. Wenn es männliche und weibliche Pokémon gäbe, welche wären wohl stärker? Es gibt männliche und weibliche Pokémon. Das haben die bestimmt 1:1 übersetzt aus Rot und Blau. Was? Immer nochmal das Gleiche. Wow, deine Orden sehen super cool. Wie sieht die auf den ersten Blick? Trägt die an der Jacke dran, so draußen? Ja, so richtig schön Prollo hat er. Ash hat das ja so in der Innenseite der Jacke gehabt. Ja, richtig. Und Gary hatte das in so einer einzelnen Schale, die er dann so mit in so einer Schachtel mitgeführt hat. Der hatte ja auch 10 Orden. Wo auch immer der die her hatte. Der hat auch ganz andere gehabt. Der ist in ganz andere Städte gerannt. Der war schon in Johto. Ja, richtig, dann hat er die da geklaut und dann kann er Kanto-Liga da mitmachen, oder wie war das? Wahrscheinlich. Da hat er gar nicht mitgemacht, oder irgendwie so. Ich weiß es auch nicht. Ich fand die Liga dann aber auch so cooler, wenn das so ganz viele Trainer waren. Ich hatte schon gedacht, ja, das sind dann die Top 4, die er fletschen muss. Ja, aber so ein turniermäßig ist das schon besser. Ja, irgendwie schon. Passt besser da rein. Das wäre ja auch mal bei einem Pokémon-Spiel gar nicht so schlecht, wenn das statt Top 4 halt so ein Turnier wäre, was er da mitmachen muss. Ja, richtig. Und immer stärker werdend. Ich hatte mir auch schon mal überlegt, dass die Trainer so ein bisschen noch skalieren mit dem Level. Weil sonst sind die Level irgendwann so scheiße. Die wilden Pokémon können ja bleiben. Aber wenn du die Trainer wegfletschst ohne Ende, dann macht das keinen Spaß. Ja, das stimmt. Man muss auch ein bisschen skalieren. Oder dass sie alle nur 2 Pokémon haben oder so, sondern dass sie ungefähr gleich viel haben wie du. Ja. Das haben ja meistens nur Ass-Trainer und Züchter. Ja, die Züchter, die sind ja sowieso belämmert. Die haben dann 6 Stück und die sind dann schwächer. Ja. Die rennen da mit 5 Bidizas an. Dann denken die haben, sie die Kühe. Die haben sie alle von Moody Bear im Wunderfall gekriegt. Ja, genau. Das ist ein Arsch. Jetzt tut mir leid, wenn wir ein bisschen lästern, aber ich bin, da ist das gerechtfertigt. Da darf man das mal machen. So. Paraheiler. Bräuchte ich auch mal. So. Dann. Was ist das denn? Supertrank. Oh, Cindy ist wieder kampfbereit. Ich hab ein bisschen Schiss, jetzt hier den Fickpogel nach vorne zu stellen. Hinter steht gleich wieder einer. Nee, das machen wir mal lieber erstmal nicht. War hier nicht ein Item? Hier war immer ein Item! Eigentlich schon, ja? Immer! Wird jetzt rausgekürzt? Oh, weißt du, was wir noch nicht gemacht haben? Was? Wir haben ASI-TV noch nicht geguckt. Stimmt, scheiße. Was sollen wir noch machen? Hilde. Mach nicht so lange. Kingler, du Scheiße. Wir müssen noch ein ASI gucken. Oh Mann. Ich glaube, links rum über den Radweg wäre besser gewesen. Da sind die nicht so stark. Aber das ist mir egal. Pass auf, die kommen dann alle an mit hier. Celebi und wie sie nicht alle heißen. Und bei mir wird gebohrt. Das ist scheiße. Das ist schrecklich. Das habe ich auch manchmal. Aber das passiert nur in Aufnahmen. Also von ja. Danach ist alles wieder gut. Danach. Ich glaube, das hat man sogar mal gehört, als mein Nachbar hier mit dem Hammer angekommen ist. Da hat man das sogar in der Aufnahme gehört. Habe ich kurz nichts gesagt und dann boom, 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 boom. Schrecklich. War Techno-Party nebenan. Ja, da war der Raver. Der hat die ganze Zeit mit seinem Kopf gegen die Wand geknallt. Im Tag. Der Headbanger.
das ist heutzutage in. Altaria, die haben auch nur die gleichen hier, kann das sein? Ich finde es sowieso seltsam, dass Drachenattacken effektiv auf Drachen-Pokémon sind. Ja, das ist. Das finde ich aber nicht schlecht. Ja, ist ja ebenwürdig, aber das ist bei anderen Attacken, Typen ja nicht so. Na, es ist komisch, aber ich find's gut. Ich find's echt gut. Ja, weil es gibt ja sonst nicht so viele, was auf Drache effektiv ist, außer Fee jetzt mittlerweile. Ja, Fee und Eis, aber so. Ich glaube, Kampf war auch noch effektiv auf Drache. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber Fee ist ja sowieso der letzte Dreck. Ja. Was ist darauf effektiv? Stahl und Gift, das was keiner trainiert. Ja, eben. Obwohl Stahl, ich hatte immer einen Metagross dabei. Eigentlich jedes Mal, wenn ich gespielt habe. Aber Gift? Gibt's jemanden, der ein Gift-Pokémon trainiert? Steht hier. Tipps für Trainer. Schau links neben den Forsten. Nochmal. Verarschen. Und das ist dann noch eine Ausbarung ganz links, wenn du da aus dem Bildschirm rausläufst, links. Ist da noch was? Nee, da ist nur dieser. Der ist gemeint, der ist der Pfosten. Und links daneben, da ist dann das Alte. Nee, den Pfosten gucken wir jetzt mal. Was sind TMs? Oh, jawohl, no. Komm. Da ist er, pass auf, Achtung! Oh ja! Ja! Wie habe ich den noch gemacht? Keine Ahnung. Kannst du den schön sächsisch machen? Du kriegst das hin, bitte. Okay. Hey, auch Trainer da draußen. Hallo Trainer. Lasst mich eure Stimme hören. Hallo Trainer. Hallo Pokémon-Assi. Ich bin's, der Poké-Kumpel. Alle hier da draußen. Jeder von euch hat DMs, oder? Eine DM, in Klammern technische Maschine, ist ein wunderbares Item. Damit bringt ihr eure Pokémon Attacken bei, die sie nicht durch Level-Einstieg erlernen würden. Ist das nicht großartig? Leben wir nicht in einer praktischen Welt? Bananen gibt's jetzt auch im Supermarkt. Öffne die VMTN-Box und sieh nach, wie viele DMs du hast. Du kannst auch genauere Informationen über sie abrufen. So, Tante Yoda, gleich wird's groovy. My heart will go on. Sächsischer Akzent bricht durch. Jetzt hoffe ich mal nicht, dass er versucht, irgendwelche schrecklichen Attacken jetzt Pokémon beizubringen, wo das gar nicht geht und das Spiel deswegen abstürzt. Normal, Wasser, Pflanze. Achso, ich muss ja noch 16, scheiße. Der DMs sind auch Elementklassen zugeordnet. Sieh dir die Elementklasse an und bringe die Attacke einem passenden Pokémon bei. Aquavelle zum Beispiel ist ausgezeichnet geeignet für ein Wasser-Pokémon. Andere können das überhaupt nicht lernen. Kugelsaat ist eine Attacke für die vornehmlich von Pflanzen Pokémon gelernt werden kann. Es gibt noch etwas. Oh! Geschenk. Sieht dann nicht nur die Elementklasse an, sondern liest auch die Beschreibung. Das vergessen die Leute auf YouTube auch immer. Das stimmt sogar. Darin sind Hinweise enthalten, welche Pokémon diese Attacke erlernen könnten. Nimm beispielsweise Power Punch. Es hört sich nicht so an, als ob ein Vogel- oder Fisch-Pokémon das erlernen könnte. Was ist eigentlich ein Fisch-Pokémon? Das ist der neue Typ. Unsinn. Ja, Fisch. Also bringe es einem Pokémon mit Armen bei, das in der Lage ist, einen Punch zu schlagen. Das der ist so blöd, der Kerl. Ich meine mit Fliegen. Mhm. Raichu hat keine Flügel. Der hat keine Ahnung, der läuft echt am Leben vorbei. Heute habe ich viel erklärt. In Ordnung, bis demnächst. Und nicht vergessen, Trainer, jeden Tag eine gute Tat. Der hat echt die ostdeutsche Arbeitsmoral. Ja, der hat jetzt schon genug gearbeitet für eine Woche.
Item Select zuordnen, mache ich nicht, das ist mir zu blöde. So.